Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Nerd für Medizin. Philipp, wir sind zurück. Die Sommerpause gut überstanden und voller Energie ins nächste Nerdfall-Jahr oder so. Und wir haben gleich ein super sexy Thema vorbereitet, denn wer redet nicht gern über Stuhlgang und Blut? Ich weiß es nicht. Ich jedenfalls gerne. Ja, ist doch schön. Das trifft sich ganz gut, denn heute geht es um das Thema gastrointestinale Blutungen. Philipp, fangen wir gleich ganz konkret an. Wie definiert sich das und was ist überhaupt das Problem daran? Ja. Also ganz kurz zusammengefasst, gastrointestinale Blutungen, das sind Blutungen irgendwo aus dem Gastrointestinaltrakt. Oh, klare Sache. Dabei muss man sagen, ungefähr 90% sind aus dem oberen Gastrointestinaltrakt. Da spricht man von Ösophagus, Magen und Duodenum. Und die anderen 10%, also die Minderheit, die sind aus dem unteren GI-Trakt, dann vor allen Dingen häufig Divertikelblutungen, zum Beispiel aus dem Bereich des Kolons. Die werden wir heute nicht so sehr abfrühstücken. Wie fällt das Ganze auf? Logische Sache, der Patient sagt, entweder er bricht Blut, ne, dann ist die Sache relativ klar, außer er hat vorher Rotwein getrunken und einfach nur Angst. Oder Sangria. Oder rote Beete. kommt auch nicht so selten vor. Ansonsten Teerstuhl, das heißt so ganz schwarzer Stuhlgang oder so kaffeesatzartiges Erbrechen. Warum ist das so? Wenn Blut mit der Magensäure in Kontakt kommt, dann wird es schwarz, das nennt man dann Hämatin. Und daher kann man auch so ein bisschen zumindest lokalisieren, wo die Blutung ist. Ja, wenn eine hellrote Blutung aus dem After quasi, das sind dann meistens zum Beispiel auch Hämorrhoiden. Hämorrhoidenblutungen, danke. Oder wirklich untere GI-Blutung oder so heftige Blutung, dass so viel Blut darunter läuft, dass nicht mehr genug Magensäure da ist, um es schwarz zu färben. Okay. Und was ist jetzt das große Problem? Also Blutungen? Ja, das große Problem ist, dass man die Blutung überhaupt nicht komprimieren kann von außen. Das heißt, wenn wir nicht gerade ein Gastroskop zur Hand haben, dann sehen wir ziemlich alt aus. Mit einem festen Schlag in die Magengrube. Und jetzt muss man aber wieder eines dazu wissen, zum Glück. Was sind die häufigsten Genesen der oberen GI-Blutung? Mhm. Da gibt es einmal die ulzerösen Blutungen oder die nicht varikösen Blutungen zusammengefasst. Es sind meistens Ulkusblutungen. Das heißt, irgendeiner hat viel Stress, hat einen Magenulkus, ja, oder hat ohne Ende Ibuprofen gegessen oder hat Helicobacter pylori im Magen und oder vieles davon gleichzeitig und hat dann Magenulkus und das fängt an zu bluten. Mhm. Das sind häufig Blutungen, die eine Zeit lang bluten und dann selbstständig zum Stehen kommen. Und dann gibt es eben die varikösen Blutungen. Da hat man eine Ösophagus-Varizenblutung. Das ist genauso wie die Krampfadern am Bein. So sind die auch im Ösophagus drin. Und wenn die mal aufplatzen, von der Magensäure zersetzt werden, dann blutet es da richtig übel draus. Okay, Philipp, jetzt bevor wir da jetzt in die Details der Pathophysiologie, der Anatomie und der Varizen gehen, auch ein spannendes Thema, machen wir es mal ganz konkret. Also wir sind jetzt im Rettungsdienst oder von mir aus auch in der Notaufnahme, in der Akutsituation, da kommt jemand von der Straße bluterbrechend aus dem Taxi quasi. Was sind so die ersten Maßnahmen beim Thema GI-Blutung? An was muss man da denken? Genau, also da sind wir eigentlich wieder bei unserem täglichen Brot, ABCDE-Schema. Ne? Was wird uns vor allen Dingen ein Problem machen? Das ist der Atemweg. Klar, der Patient erbricht manchmal auch anhaltend Blut. Mhm. Kaffeesatzartig. Und das ist natürlich ein akutes C-Problem, denn wenn der Patient erstmal zu viel Blut verloren hat, dann hat er einen hämorrhagischen bzw. einen Hypovolemen, genau gesagt hämorrhagischen Schock. Das heißt, das sind die beiden Probleme, die wir frühzeitig adressieren sollten und evaluieren sollten. Wir sollten gucken, kann der Patient seinen Atemweg weiterhin selbstständig sichern oder müssen wir ihm danach helfen und müssen wir das C-Problem eventuell behandeln oder ist da überhaupt eins? Okay, zum Atemweg würde ich sagen, halten wir uns relativ zurück, außer wenn wir das Gefühl haben, der braucht das wahrscheinlich, das hat der Chris auch schon zum Thema Tonsillektomie, Blutung und so weiter gesagt und wir verlinken euch dann auch in einem der Ecken der Videos, ich vergesse immer in welchem, in einem der Ecken, unsere Videos zum Thema Airway, schwierige Atemwegfälle und da hat der Chris auch ein paar gute Beispiele zum Thema GI-Blutung. Genau und eine Kleinigkeit eher auch für die Notaufnahme vielleicht, aber auch im Rettungsdienst, wenn wir wissen, der Patient wird ja definitiv endoskopiert, wenn er jetzt hochkritisch im hämorrhagischen Schock ist und anhaltend Blut erbricht, dann müssen wir uns auch überlegen, wie wird der Patient sein unter Sedierung für die Gastroskopie. Das heißt, da würde ich sehr großzügig die Intubationsindikation vor der Endoskopie stellen, denn wenn man erstmal im Endoskop drin ist und der Patient aspiriert, dann ganz bittere Sache. Okay. Dran denken. Das ist Punkt Atemweg. Mhm. Dann haben wir noch Punkt Kreislauf.
Genau, Punkt Kreislauf. Komprimieren können wir die Blutungen, haben wir schon gesagt. Was machen wir da eigentlich? Ja, das ist so ähnlich wie letztlich mit jedem hämorrhagischen Schock, auch beim Trauma. Also natürlich müssen wir irgendwie einen Minimalkreislauf aufrechterhalten, eher eine permissive Hypotonie akzeptieren, okay. Also den Blutdruck nicht massiv in die Höhe treiben, künstlich mit Katecholamin. Dann so früh wie es geht das ersetzen, was der Patient verliert, nämlich transfundieren, statt ohne Ende Kristalloide zu geben. Mhm. Und dann natürlich Katecholamine geben, wenn Volumengabe an sich nicht ausreicht. Und an Wärme halt übrigens denken bei ausblutenden Patienten immer, auch wenn der jetzt nach innen blutet. Okay. Ketzerische Frage, Tranexamsäure, ja, nein? Das ist eine fiese Frage, ja. Ihr kennt mich aus den anderen Videos, ich bin ja ein kleiner Gerinnungsfan. Tranexamsäure ist eine schwierige Kiste, haben wir ja auch mit dem Jürgen Knapp demnächst noch ein Video. Und bei Tranexamsäure ist die Datenlage sehr, sehr unklar. Es spricht vieles dafür, dass es wirkt, allerdings sind die Vorteile in Studien nicht so sehr gezeigt worden. Für mich gilt folgende Regel. Ein Patient, der ein akutes A- oder B-Problem hat, was wir auch akut behandeln, der hat so eine... oder C. Entschuldigung, ein A-, B- oder C-Problem, natürlich. Der hat so ein akutes Problem mit seiner Blutung, dass ich dem Tranexamsäure 1 Gramm geben würde, definitiv. Okay. Gut, jetzt haben wir quasi so den Resource zusammengefasst, eben A-Problem erkennen und eher frühzeitig dran denken, das zu beheben. C, so ähnlich wie beim Trauma, permissive Hypotonie, Gerinnungstherapie, nicht 15 Liter Volumen reinschütten und auch nicht den Druck irgendwie auf 180 hochprügeln. Und ich denke, das geht dann noch in die definitive Gerinnungstherapie in der Klinik dann weiter. Okay, das war jetzt so das Resource-Thema. Müssen wir dann noch was bedenken im Rettungsdienst? Ich denke jetzt gerade an Transportziel. An was sollte man da denken? Also Transportziel muss eine Klinik sein, die Endoskopiedienst verfügbar hat, also die 24 Stunden, die gastroskopieren kann, genau. Es macht Sinn, einen massiv blutenden Patienten, der vielleicht auch bekanntermaßen Varizen schon hat, Ösophagus-Varizen, den voranzumelden, dass eventuell der Gastroskopiedienst reingeholt werden kann, dass die Klinik sich zumindest darauf vorbereiten kann. Mhm. Und dann sollte man so einen Patienten natürlich auch zügig in die Klinik bringen. Okay. So, Philipp, das war es jetzt zum Thema Rettungsdienst und vielleicht auch so Initial-Resource in der Notaufnahme. Das ist ja, gilt ja für beides gleich. Genau. Ein Punkt, der mir noch immer eingefallen ist, was der Chris auch bei unseren Intubationsvideos ganz gut gesagt hat oder Airway-Videos. Wir sind ja große Videolaryngoskopie-Fans, aber in dem Fall der massiven Blutung darf man sich halt nicht blind auf das Videolaryngoskop verlassen, weil ein Spritzer auf die Linse und das Ding ist nicht mehr so toll. Klare Sache. Okay. Noch ein Punkt. Oh, noch ein Punkt. Ja, ein ganz kleiner Punkt. Und zwar, wir haben eben über Gerinnungsprodukte gesprochen und da kommt natürlich der First Factor Down, das Fibrinogen dann direkt an zweiter Stelle nach der Tranexamsäure. Das wäre das, was ich empfehlen würde, zu substituieren. Oder PPSBs, wenn der Patient gerinnungskompromittiert ist. Am okay. besten natürlich nach Rotem. Okay. Philipp, ich würde sagen, wir gehen jetzt so ein bisschen in die zweite Phase. Mhm. Der Patient ist jetzt irgendwie grob stabilisiert. Jetzt geht es darum, was braucht er noch für Therapien? Ich habe immer gehört, man muss ihm ganz viel Bandazol geben. Am besten oral, rektal, IV und nasal. Was machen wir denn noch? Genau, also das betrifft zum Beispiel auch manchmal den Rettungsdienst, weil Pantozol ist in manchen Rettungsdienstkreisen oder Landkreisen noch auf dem Wagen. Echt? Ja, cool. Und mit dem Pantozol, da habe ich immer Bauchschmerzen, weil gefühlt ist es so, ein Patient hat eine GI-Blutung und dann wird gesagt, oh, wir haben dem 80 Milligramm Pantozol gegeben, jetzt ist er stabilisiert, wir haben den kausal behandelt. Das ist Nonsens. Also okay. Die Leitlinie sagt zwar ganz klar, 80 Milligramm Pantozol bei nicht varikösen Blutungen sollten unbedingt gegeben werden, dadurch darf aber die Gastroskopie nicht unnötig verzögert werden. Auch bei Varizenblutungen wird es empfohlen, da ist die Datenlage deutlich schlechter, das kann man noch kritischer sehen. Aber die Daten sagen auch, oder die Studien sagen auch, dass man damit den Patienten nicht rettet. Man verbessert so ein bisschen das spätere Endoskopieergebnis, aber die Reblutungsrate wird nicht signifikant
verbessert und auch nicht die Mortalität signifikant gesenkt. Das heißt, das ist kein lebensrettendes Medikament. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an das Fenistil oder den H1-Blocker bei der Anaphylaxie. Auch was, dass wir rasend schnell in die Patienten reinprügeln und wo wir einfach wissen müssen, das rettet niemanden. Genau, also so kann man sagen, es ist kein potenzieller Lebensretter, aber es steht eine Leitlinie ganz klar drin und sollte natürlich auch gegeben werden. Bitte nicht falsch verstehen. Okay, also das Spannazol ist drin, so ein Glück. Und jetzt, was jetzt? Ja, als nächstes erstmal ganz schnell den Endoskopiedienst informieren und die Endoskopie organisieren, wenn der Patient wirklich kritisch ist. Ja. Mhm. Wir haben euch so ein paar Kriterien in den Shownotes aufgeschrieben, aber jetzt gehen wir mal vom kritischen Patienten aus. Mhm. Dann möchten wir natürlich, wenn wir mit dem Gastroskop reingucken, auch, dass wir viel sehen. Deswegen sollte man Erythromycin geben. Okay. Das ist zwar eigentlich ein Antibiotikum, das sorgt aber auch dafür, dass der Magen sehr viel schneller entleert wird. 250 Milligramm okay. IV, zack, rein. Und dann? Dann sind wir mit den nicht varikösen Blutungen fast fertig. Wenn wir jetzt vermuten, dass der Patient eine variköse Blutung hat. Kurze Zwischenfrage, bei wem vermutest du es? Du schaust dir nicht rein. Oh ja, leider gibt es nichts, was man untersuchungstechnisch oder labortechnisch da als Hinweis nutzen könnte. Aber einige Sachen sprechen doch dafür. Langjähriger Alkoholabusus, vielleicht eine Leberzirrhose, eine vorbekannte. Das sind Punkte, wo man auf jeden Fall an eine Leber, an eine varikose Blutung denken sollte. Okay. Mhm. Aber trotzdem, das kann einen auch immer fehlleiten. Also ich habe vor einiger Zeit eine jüngere Frau in meinem Alter gehabt, die hat eine schwerste Varizenblutung, schwersten hämorrhagischen Schock gehabt. Die hatte vorher überhaupt gar keine Erkrankung. Es war eine Erstdiagnose einer Leberzirrhose. Okay. Also von daher, nichts Genaues weiß man nicht. Wenn wir die aber vermuten, also wenn wir jetzt zum Beispiel wissen, der Patient ist Alkoholiker, der hat vielleicht bekannte Ösophagusvarizen, der hat vielleicht eine bekannte Lebererkrankung, ja, dann sollten wir frühzeitig Ceftriaxon geben als Antibiotika-Prophylaxe, 2 Gramm IV. Okay. Zack, rein damit. Und na klar, wir wollen ja irgendwie in diesen Krampfadern, in diesen Varizen den Druck senken und das machen wir mit Terlipressin. Zum Beispiel, da gibt man 2 Milligramm als Bolus und dann alle 6 Stunden 1 Milligramm weiter und dann senkt man so ein bisschen den varikösen Druck. Mhm. Und ich glaube, das wird ja die nächste Frage auch sein, wie machen wir denn weiter mit dem Patienten, wann muss denn der Gastroskopiedienst kommen? Ne? Genau. Nochmal, Patienten mit einer Varizenblutung, die sind wirklich extrem kritisch einzuschätzen und die sollten lieber jetzt als gleich endoskopiert werden und ihr seid die Vertreter von Patienten, ihr seid diejenigen, die das dem Endoskopiedienst auch weitergeben. Das finde ich einen guten Schlusssatz. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, Philipp. Für die Stabilisierung der Patienten, vor allem jetzt im Rettungsdienst oder in den ersten Minuten im Schockraum, konzentrieren wir uns eigentlich auf das A- und auf das C-Problem oder AB von mir aus. Ja. Mhm. Heißt Atemwegssicherung mit Verweis auf unsere anderen Videos dazu. Bei C, permissive Hypertonie, wie beim Traumapatienten an Blutungsbehandlung denken, nicht im 100 Liter Volumen reinschütten, den Druck niedrig halten, Tranexamsäure erwägen. Transportziel beim Rettungsdienst, ganz wichtig, ein Haus, das 24 Stunden Endoskopie hat und keine Kreisklinik, die einmal in der Woche eine Endoskopie vielleicht macht, weil da zufällig der Belegarzt dazu da ist, sondern das muss auch schon ein Haus sein, das das kann. Zweiter Punkt, was machen wir in der Notaufnahme weiter? Wir unterscheiden quasi zwischen der varikösen und der nicht-varikösen Blutung, richtig? Die varikösen Blutungen sind die gefährlicheren, sind zum Glück seltener, aber gefährlicher. Vermuten wir vor allem bei Lebererkrankungen, C2 und so weiter und so fort. Da gehört vor allem eine Telepresingabe her und Ceftriaxon, ja, genau. als Prophylaxe. Ich denke, den Erythromycin würde man denen auch geben zur Magenentleerung. Genau, auf jeden Fall, ja. Weil wir wissen es ja trotzdem nicht. Ne? Und bei den nicht varikösen Blutungen, die häufiger sind, aber zum Glück meistens nicht ganz so dramatisch oder im Schnitt nicht so dramatisch, die brauchen Pantozol, wobei uns klar ist, oder Protonenpumpenhemmer, die brauchen, aber das rettet die nicht. Und die kriegen auch was zur Magenentleerung, nämlich auch Erythromycin. Genau. Endoskopie nach Leitlinie, sind die da relativ entspannt. Wir sind eher so, dass wir das Gefühl haben, dass es manchmal die Patienten dringender brauchen, denn Stop the Bleeding ist noch immer die Therapie der Blutung und nicht das Nachschütten von noch mehr Blut. Genau, und Varizenblutung ist zeitkritisch und ganz, ganz anders einzuschätzen als eine Ulkusblutung, die der Patient seit Wochen hat. Das ist wichtig.
Finde ich, das hast du ganz schön gesagt, lieber Philipp. Martin, es war cool, dass wir endlich mal wieder ein Video zu zweit gemacht haben. Und dann noch über das Thema Blut und Stuhl. Es ist fantastisch. Es ist ein Traum. Damit seid ihr jetzt wieder im Game nach der Sommerpause. Wir freuen uns auf alles, was kommt. Ciao. Ciao.